Wunderschönen guten Tag und eine kleine Meldung meinerseits. Wie sich ja schon einige fragen, ist ja die letzten Tage eine ganze Menge passiert in Sachen News-Bereich. Leider war ich, oder was heißt leider, ich war ja nicht zu Hause, ich war ja in der Nähe von Nürnberg beim guten Domtendo und hab da ihm seine zwei PCs bzw. seinen richtigen schönen Hardcore-PC und seinen Ersatz-PC gebaut. Falls der Hardcore-PC, warum auch immer, mal wieder aussteigt. Und jetzt bin ich gerade nach Hause. Ich habe ein paar Stunden geschlafen. Ich bin fix und fertig. Ich muss mir irgendwas eingefangen haben. Und wollte wenigstens Bescheid sagen, dass die News denn morgen kommt. Vor allem interessant ist es ja, dass sich Nintendo nun offensichtlich den YouTubern annähert, mit denen zusammen Projekte startet und auch das Creators-Programm, was es ja in Amerika gibt, wo Nintendo immer 40% der gesamten Einnahmen einbehalten hat von den Nintendo-Videos, wird es nicht mehr geben. Und Nintendo erlaubt unter gewissen Richtlinien dann, dass man dann Nintendo-Material verwenden darf. Wie das jetzt bei uns ist mit den Claims und so, wird sich natürlich noch ergeben. Aber ich finde es auf jeden Fall den richtigen Schritt in die Richtung. Und vielleicht kommt da auch nochmal ein Senf-Video dazu, weil das ist wirklich, ich glaube, für Nintendo ein ganz großes Ding. Aber wie man ja nun mal sieht, ist ein neuer, junger Chef gekommen. Warum jetzt die letzten Tage kein Video gekommen ist, will ich ganz kurz erklären. Ich bin halt am Dienstagmorgen bin ich zu Domi geflogen, nach Nürnberg runter. Und ja, eigentlich habe ich es mir so vorgestellt, okay, am ersten Tag baust du halt die PCs, am zweiten Tag machen wir so ein bisschen was mit seinem Setup, hat er ja auch im neuesten Pokémon-Part erklärt. Da haben wir einige schicke Sachen auf jeden Fall, die das ganze Management und sowas alles total erleichtern. Aber wie es so nun mal ist, man plant sich die drei Tage ein. Eigentlich wollten wir noch einen Stream machen, noch einen Podcast aufnehmen und. Hat alles nicht geklappt. Warum? Weil am ersten Tag der erste PC, wo die Wasserkühlung ja ausgelaufen ist, war, ich will es mal gelinde sagen, eine Katastrophe. Denn ich habe diesen PC aufgemacht. Entschuldigung, dass ich lachen muss. Aber Domi hat echt Glück, mal Glück im Unglück gehabt, weil dieser PC, ihr müsst euch vorstellen, eine Wasserkühlung hat ja immer so einen Ausgleichsbehälter. Da ist dann so ein halber Liter Flüssigkeit drin oder ähnliches. Und der war fast komplett leer, bis auf den letzten Tropfen. Und dieser letzte Tropfen da unten, also das war vielleicht noch so ein Stück, der hat dann die ganze Zeit so geschlürft. So. Also der hat die ganze Zeit Luft gezogen, dass diese Wasserkühlung noch gekühlt hat. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Dann habe ich diesen PC ausgebaut oder auseinandergebaut und ich saß wirklich, wirklich. Also ich kam mir vor, als hätte ich, saß ich in so einer riesen Pfütze auf einmal, weil der ganze PC war voller Wasser. Das einzige Glück, was Domi da hatte, da sich hier unten das Wasser so ein bisschen abgelagert hat, dass das Netzteil mit dem Lüfter nach unten gezeigt hat und semi-passiv ist. Das heißt, der Lüfter dreht wirklich nur in Hardcore-Situationen und das tat er offensichtlich nicht. Dadurch wurde das Netzteil nicht beschädigt. Also es hätte einmal Peng gemacht und dann wär schon vorbei gewesen. Naja, dann habe ich im Grunde genommen den kompletten PC auseinandergebaut, habe die gesamte Hardware da ausgebaut, habe das gesamte Gehäuse bis auf das Grundgerüst runtergebaut und habe alles einmal unter die Dusche geschmissen, weil das war so eine blaue Flüssigkeit und da hätte ich mit irgendwelchen Tüchern da ewig rumgeputzt. Unter die Dusche geschmissen, richtig mal abgespült, dann nochmal nachgewischt, dann trocken gewischt mit Tüchern und dann noch ein paar Stunden stehen lassen und dann die Hardware eingebaut. Oder was heißt ein paar Stunden, vielleicht eine Stunde oder so. Und in der Zeit halt schon mal die ganzen Komponenten gereinigt und so weiter und so fort. Dann irgendwann am ersten Tag war ich dann morgens um 2 fertig, also am Mittwoch oder so. Und dann lief der erste PC auch. Richtig geiles Teil übrigens, aber ich sag's mal so, das Gute ist, das benutzt er für seine Arbeit und umso besser die da läuft, ist das auch durchaus gerechtfertigt, wenn man da sich schon so ziemlich das Fetteste reinstellt, was man so haben kann. Zweiten Tag war es dann der Ersatz-PC.
Beziehungsweise der Notfall-PC, falls mal der erste ausfällt, man sollte sich da immer absichern. Und da habe ich mir erstmal so richtig schön das Handgelenk umgeknickt und frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Den habe ich dann umgebaut, aber dann war der Tag halt auch rum. So, am dritten Tag haben wir dann im Grunde genommen das neue Setup aufgebaut, Schreibtisch ein bisschen umgestellt. Dann haben wir Softboxen, anstatt man da so eine Stative hat, wie man sie ja so kennt, haben wir dann oben an der Wand angebracht. Also richtig schicke Teile, auch zum Verstellen und allem drum und dran. Und dann war es auch schon wieder vorbei. Und eigentlich, wie gesagt, hatten wir vor, in der Zeit eine News zu machen, einen Podcast aufzunehmen und einen Stream. Hat alles nicht geklappt. Es war der Wahnsinn. So, und heute bin ich halt nach Hause, bin um 8 gelandet, habe um 10 dann noch einen Sportkurs gemacht und dann musste ich erstmal schlafen. Deswegen will ich ganz kurz sagen, die News gibt es denn definitiv morgen. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Ich wollte mich aber wenigstens mal zwischenmelden, damit ihr Bescheid wisst. Und das ist auch ein ganz einfaches Laberei-Video hier, das schneide ich nicht, nichts, gar nichts. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet zur News wieder ein. Morgen wird es mit etwas Glück schon das Unboxing der PlayStation Classic noch dazu geben. Und vielleicht streamen wir abends auch die PlayStation Classic mit allen 20 Spielen. Wir schauen auf jeden Fall mal, wie wir das hinbekommen. Ansonsten danke ich euch, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Bis zum nächsten Video. Ciao.